begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Warum hat uns Gott eigentlich ins Dasein gerufen? Warum hat er uns, jeden Einzelnen von uns, mit ganz besonderen Gaben und Eigenschaften ausgestattet? Und warum fällt es uns bisweilen so schwer, diese Gaben auch zu heben, zu aktivieren und fruchtbar zu machen? Ich glaube, dass wir in der Kirche unserer Tage verlernt haben, dass unser Glaube, dass unsere Christusnachfolge eine ganz bestimmte Ausrichtung hat. Ja, der Christ, die Christin, wir alle können viel tun heute in dieser Welt, um irgendwie aus dem Glauben heraus Welt zu gestalten. Vor allem aber ist doch die Gabe, die der Herr uns geschenkt hat, dass wir auf ihn schauen, uns auf ihn hin ausrichten und zugehen können. Er schenkt uns Leben in Fülle, ewiges Leben, das größer und besser ist als alles, was in dieser Welt sein kann. Paulus sagt im Römerbrief: Jetzt aber, da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr eine Frucht, die zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Heilung und Heiligung, ja, das kann schon hier passieren. Das können wir auch durch unseren Glauben schenken. Aber die wichtigste und wesentliche Frucht ist, dass wir das ewige Leben ernten. Und da, bei dieser Vorstellung, bei diesem Glauben an das ewige Leben, da hapert es. Natürlich können wir uns das, was ewiges Leben heißen mag, nicht vorstellen. Aber darauf zu vertrauen, dass Gott, der alles gut gemacht hat, auch im ewigen Leben unser Bestes will und uns das Beste schenkt, auf das dürfen wir doch wirklich vertrauen. Und vielleicht hilft uns, dieses Ziel vor Augen zu haben, um unser Leben hier so zu gestalten, dass wir es auch erreichen können. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, unsere Vorstellung von Zeit steht bisweilen im Konflikt mit deiner Ewigkeit. Denn ewiges Leben, Ewigkeit ist für uns kaum vorstellbar. Hilf uns aber, Herr, dass wir dir so vertrauen lernen, dass all das, was wir jetzt an Gutem und an Segen schon erfahren dürfen, in der Vorstellung auf das, was uns noch erwartet, alles um ein Vielfaches übersteigt und uns in der Hoffnung wachsen lässt, dass du uns einst vollkommen in wirklicher Liebe umfangen wirst. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.